Und willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Zum Kakao haben wir es noch nicht geschafft. Aber da gehen wir jetzt hin. Und ja, beim letzten Mal sind wir halt hier irgendwo am Arsch der Welt in China angekommen. Sieht aus wie in einer sehr kalten Region. Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf. Der Informant leibt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, wenn's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann sie weiter. Sie friert. Hätte ich nicht gedacht. Recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. So, kann man hier irgendwo mithelfen? Sieht nicht so aus. Da auch nicht wirklich. Was hat er zu sagen? Will's eigentlich gar nicht wissen. Weil. Hast du eine Verbindung? Sonst komme ich wahrscheinlich eh nicht weiter. Ein bisschen dauern bei dem Sturm. Verdammt, das Zeug ist zu nass. Es muss was sein. Ist noch sauer auf mich. Sonst erfrieren wir heute Nacht. Nein! Hey. Vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber. Tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Ah, unser Kakao. Nehmen wir mal einen Schluck. Zwar mehr aus wie Kaffee, aber egal. Hauptsache warm. Plastiksprengstoff. Jody, ich weiß, du hast ihn, aber in die Luft sprengen mussten nicht gleich. Also wir können ja nichts mehr machen. Vielleicht kann Aiden noch irgendwas tun. Dachstuhl hier. Ich muss kurz raus. Ist leider ich muss nichts. Pinkeln. So, so. Für kleine Mädchen. Nicht so weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mache da draußen keinen Stadtrundgang. Vor allem was für eine Stadt. Dass wer hier gelebt hat, ey. Muss ja ekelhaft sein. Okay. Doch. Stampfen wir mal los zur Toilette. Ich glaube, das sind die, die wir suchen. Also weiter die Straße lang. Jetzt haben wir auch ein paar Reifenspuren. Wenn wir uns beeilen, können wir die sogar noch verfolgen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los.
Kurs dranbleiben! Ja, die Spuren kann man, denke ich, verfolgen. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Fliegen wir mal los und sehen nichts. Na gut, fliegen wir mal durch diese Wand, durch die wir nicht fliegen können. Bisschen affig, oder? So, da ist einer. Da rechts ist noch einer. Da ist so noch einer. Zwei sogar. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Was Aiden alle... Also ich habe vier gezählt. Aiden? Na gut, der haut ab. Der ist schon weg. Nehmen wir die Klappe. Kann man die auch hier runter machen? Nee. Schade eigentlich. Wie soll ich die jetzt kaputt machen? Wahrscheinlich mit dem. Tinsel! Was für ein Ding? Uns noch die Tür auf. Und dann kann der eigentlich auch weg. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Sehr gemütlich hier drin. Bestimmt auch schweinekalt. Können wir hier noch irgendwas anstellen? Mal nicht so aus. U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hier bald drauf zu gehen. Würde ich sagen, tarnen wir uns. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was?
Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Weiß ich. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Aber als wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Wessen Hose hat er da geklaut? Der Soldat gerade hatte doch seine noch an. Gib mir den Sprengstoff. Ja. War so ein kleiner Logikfehler. Werte Macher von Heavy Rain. Dir ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Kann schon sein. Ja, das war mir völlig klar. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Echt nett hier unten gemacht. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Na, komm mal rum, komm mal rum. Nein, nicht ganz. Aber angeeckt. Die Sicht ist echt scheiße. Schön nach unten. Vielleicht nicht so viel nach unten. Aber doch. Weiter nach unten. Jetzt knall ich gegen die Decke. Ich hoffe, er will keine Antwort. Kriegt auf jeden Fall keine Antwort. Wenn ich wüsste, was das heißen soll. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Also haben sie mich direkt erwischt, oder was? Sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet? Scheiße. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst ihren Namen. Für wen sie arbeiten. Und woher wissen sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Smitty Dingenskirchen. Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur mit der Einrichtung. Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Kein dreckiger Boden. Noch keine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Ja, ein bisschen Geld. Wäre nicht schlecht. Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Tja,
ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Nö, nur zu. Mach bei ihm ruhig weiter. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Tja. Angrei! Nicht jedem kann sein Beruf gefallen. Hauba! Oma Sean Colley. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Ist das jetzt die anderen beiden? Das ist unsere eigentliche Ankunft. Gut. Jetzt? Unsere eigene eigentliche Ankunft. Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. Meinst, sie geht ja vielleicht noch durch. Aber ja, sieht völlig anders aus. So, gehen wir mal spazieren. Mist, da hat doch gerade einer was ausgeladen. Gut, wir sollen unser eigenes Zeug nehmen. Checken wir noch mal die Lage. Also hier rechts sind Waffen, da vorne links sind Waffen. Können wir, glaube ich, nicht so offensiv rangehen. Müssen wir was ausmachen. Ja, die Kisten. Gute Idee. Schnapp dir eine und folge mir. Pass gut auf. Keiner darf Verdacht schöpfen. Vorhin mit dem Scheiß. Da nicht. Da. Das da sieht doch aus wie ein Lagerraum. Na, ich glaube, hier soll's hin. Überrumpeln? Ja, so ein bisschen. Guckt einer. Dann hau mal ab. So, das müssen wir eigentlich auch mit Knarre haben. Da ist ein Soldat in dem Camp. Ich kümmere mich darum. Da kommt unsere zweite Knarre. Einfach vorwärts, Aiden. Schön bei Fuß. Die Luft ist rein. Verdammt! Schleust uns an ihm vorbei ein.
Da wären wir schon mal vorbei. Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Gruft. Was ist das da? Das ist zu einfach, da ist was faul. Nein. Jody! Jody, was ist da los? Sie haben echt was gefunden, um Existenzen wegzusperren. Das ist krass. Was ist eigentlich? Hätte ich nicht gedacht. Und so wurden wir also gefangen genommen. Ach man. Jetzt können wir mit Aiden frei rumspazieren. Schön. Dann würde ich sagen, an der Stelle erstmal einen Cut. Und sehen wir uns das in der nächsten Folge an.